Hallo zusammen. Heute öffnen wir wieder eine weitere Sammlung an Pokémon-Sammelkarten-Boostern. Wir haben heute das schillernde Kapuriki GX-Set. Hier drin enthalten sind die Karte vom schillernden Kapuriki GX und eine Riesenkarte davon und vier Booster. Ich öffne das Ganze mal. Das hat nichts gebracht. So, mit Gewalt geht alles. So, da sind wir auch schon. So, dann erstmal die Karte aus dem Set. Weil ich noch nicht weiß, wie ich sie rauskriege. Alles. Bisschen gebogen. Aber sonst sieht das ziemlich gut aus. Gut, kriegt auch direkt mal eine Hülle. Ja, dann sehen wir das Ganze hier auch noch als Riesenkarte, wofür auch immer die gut sind. Meine erste. Dafür habe ich jetzt keine Hülle. Lege ich dann zur Seite. So, da mein Online-Code. Dann haben wir hier vier Booster. Zweimal normale Sonne-Mond und zweimal Sonne-Mond-Stunde der Wächter. Beginnen wir mit dem normalen Sonne-Mond-Booster beim Öffnen. Nachdem wir beim letzten Mal öffnen nicht so viel Glück hatten, hoffen wir, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr Glück an den Tag legen. Sonne-Mond-Booster, wieder Online-Code und vier Karten nach vorne. So, da haben wir eine Energie. Das dürfte Feenenergie sein, ich habe noch nicht gesehen. Dann haben wir hier einen Trompack, den dritten. Noch eine Regenbogenenergie, ist immer sehr gut, zu welchem Deck zu haben. Nochmal ein Mizunder, ein Pepek, so können wir das Trompack auch benutzen. Ein Garnovil, Snubbull, ein Ibitak, noch ein Mabula. Und hier ist unsere Reverse Holo, ein Rabigator, oh, eine seltene sogar, das ist nicht schlecht. Und eine Holo dazu, noch ein Tohaido, sehr gut. Direkt mal ein Tüten. Das war doch mal ein guter Booster. Brauche ich nur noch ein Carnivinia, um das Tohaido auch spielen zu können. Der zweite Booster von Sonne, Mond, Normal. Wieder Online-Code weg. Und 1, 2, 3, 4. So. Eine Elektroenergie. Ein Terribark. Lusardin. Ein Sonderbonbon-Trainerkarte. Ein Alola Radfratz. Ein weiteres Garnovil, ein weiteres Pepek, ein Habitak, ein Imantis und eine weitere Reverse Holo Trainerkarte, Team Skullrüpel. Auch ganz cool aus. Und zum Abschluss die Rare-Karte, ein Nicht-Holo-Maske Regen. Reverse Holo kommt natürlich wieder in der Hülle. So. Kommen wir zum dritten Booster.
Sonne, Mond, Stunde des Wächters, der Wächter. Das ist mein erster Booster von dieser Reihe. So. Okay, ein Iguana. Ein Kramurks. Du hast was vergessen. Achso, ich habe vergessen, die Karten hin zu tun. Gut, dass die Regie mich erinnert hat. Immer wieder gerne. Eine Psychoenergie. Ein Multitausch, Trainerkarte. Energie verschieden. Ein Koalelu. Ein Spezialhammer, Trainerkarte. Ein Aloha Sandan. Sieht auch ganz cool aus. Ein Macholo. Ein Chanera. Da kommt auch schon die Viva Solo. Ein Absol. Ist auch rare, sehr gut. Und zum Abschluss als Rare-Karte ein Velsa, aber nicht Holo. Auch nicht schlecht. So. Absol wieder in eine Hülle. Jetzt haben wir schon relativ viele Dunkelheit-Pokémon hier im Set. So, und der letzte Booster. Wieder aus der Sonne-Mondstunde der Wächter-Serie. Ich muss dringend nochmal Spiel spielen. Ich kenne die meisten Pokémon noch gar nicht, leider. So. Online-Code. 2, 3, 4. So. Okay, eine Kampfenergie. Dann haben wir hier ein Zubiris. Eine Top-Trank-Karte. Auch nicht schlecht, halt den gesamten Schaden. Ein Mogelbaum. Ein Mini-Ras. Eine Reißlaus. Ein Macholo, ein Weilmar, Velursi, ein Reverse Holo Wuffels, das sieht aber auch sehr schön aus. Ist zwar häufig, aber eigentlich eine schöne Karte. Und zum Abschluss ein Wailord, als Rare, aber auch nicht Holo, aber auch nicht schlecht. So. So, zum Abschluss können wir nochmal alle Karten angucken, die wir heute als Ausbeute hatten. Insgesamt muss ich sagen, nicht schlecht. Zwar nur eine einzige Holo, die jetzt nicht Reverse ist, aber nicht schlecht. In dem Sinne, adios und bis bald.